Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Talos Principle. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe gerade keine Ahnung, was wir zuletzt gemacht hatten. Ich glaube, wir haben ja die Insel abgeschlossen. Aber da. Ding. Ding. Also, den einen Stern da haben wir noch nicht gefunden. Aber wir haben jetzt die Teile zusammen, dass wir Kiergerät kriegen können. Hahaha. Und das holen wir uns auch gleich mal. Ich bin mal gespannt, was das kann. Ich glaube, das brauchen wir dann auch für den nächsten Stern, denke ich. So, das soll jetzt nicht so schwer sein eigentlich. Noch genau, Bob, barscht. Alter, ganz ruhig, Brauner, ja? Nicht übertreiben. In den Sälen meines Tempels gibt es vieles, das du lernen kannst. Denn es gibt vieles, das du nicht weißt. Deshalb bist du ein Kind. Aber Kinder werden gelehrt. Und alsdann erlangen sie Herrschaft über die Länder ihrer Herkunft. So soll es mit dir und deinen Nachkommen geschehen. Nachkommen? Was für Nachkommen? Wo ist denn das Gerät hin? Ey, das ist unfair. Gut, da brauchen wir noch zwei Teile. Was ist denn jetzt mit Gerät? Können wir jetzt... Ich gehe jetzt nochmal hier hin zurück. Vielleicht können wir das da ja jetzt irgendwie... Diese Welten und wir mit ihnen wurden aus Worten erschaffen. Verborgene Worte. Für dich nicht sichtbar und doch Teil aller Dinge. Wir sind eine Geschichte. Deine Taten hauchen ihr Leben ein. Und die Geschichte gibt deinem Leben einen Sinn. Okay. Das ist die Frage, ob das jetzt darauf hindeutet, oder die Theorie dahinter ist, dass alles eigentlich nur eine Simulation ist. Das ganze Leben ist eine Simulation, das ganze Universum ist eine Simulation. Ob jetzt das damit gemeint war? Für später aufgehoben haben wir schon gemacht. Ich glaube, hier war auch nichts zu finden. Ich weiß nur Ach genau, das Ding hier. Da weiß ich aber auch noch nicht, was ich damit machen soll. Habe ich leider auch nicht geschaut, was sich damit auf sich hat. Vermutlich wird das für den letzten Stern sein. Aber sind wir hier, glaube ich, falsch, weil da kann ich jetzt, glaube ich, nichts machen. Was können wir denn noch? Wo war denn noch einer? Da ist auch noch ein Stern offen. In der 1. Ja, ein Stern. Wo ist der Stern? Ist der Stern hier? Ich weiß, da war irgendwo noch so ein Raum, wo man hätte reingehen können. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich den suchen soll. Das ist alles wieder zurückgesetzt. Offensichtlich. Hier ist alles wieder zurückgesetzt, aber hier ist ja auch kein Raum zu sehen, der den Stern haben könnte, zumindest der jetzt nicht. Und hier. Und hier. War das hier, wo vielleicht noch was zu holen ist? Ich muss jetzt einfach nochmal schauen, weil ich mir nicht sicher bin. Weil leider auch hier nirgendwo das so richtig dran steht, wo man das jetzt findet. Nur zwei. Also ich weiß es nicht, das muss ich... Also ich, irgendwo gibt es hier noch den Stern, das weiß natürlich keiner wo. Stellt euch vor, es gibt Freibier und keiner weiß wo. Ist das hier so ein Ort drin? Nee. Ja, dann kennen wir hier alles schon, haben wir schon mal gemacht, aber ich... Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich mag es auch nicht so... Uah. Ah, da wollte ich gar nicht hin. Ich bin hier falsch. Ich schaue jetzt erstmal, dass wir mal ein bisschen mehr rausfinden, was das jetzt für ein Zeug ist. Da war das die Welt 2, glaube ich. Da haben wir irgendwie einen Schlüssel gebraucht.
brauchten dafür. Jetzt kommen wir es langsam hier, glaube ich, Level 2 war das. 1. Das war jetzt die 1. Das ist die 2, da war es, glaube ich. So, da war nämlich hier drüben, genau. Da bräuchte mir jetzt ein Schloss. Und hier meine ich aber ziemlich sicher noch irgendwo eingesehen zu haben. Oder war das hier? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Ich kann mich einfach nicht daran erinnern, wo das jetzt war. Nee, komm ich nicht rauf. Ich glaube, ich werde einfach mal in der nächsten Welt weitermachen, die wir noch nicht gemacht haben. Ich glaube, das ist das Schlauste, oder? Nee, da wollte ich auch nicht hin. 2, 3, 4, 4, 4. 4 geht's weiter. So. Büp, büp, büp. Oh, da geht's. Oh, schön. Schöne Ecke. Na, diese Bildstörungen. Tut es offenbar gar nichts. Schauen wir mal hier rein. Bibliothekssitz umlegt, fertig, lokale Datenträger eingebunden. Log, Fortschrift, Fehler, Mail, Anhänger. Fortschrittsreply. Hallo allerseits. Alles wurde zur El-Anlage, so man das heißt, mal transferiert. Ich weiß, dass es traurig ist, das gute alte Jeff-Gebäude hinter sich zu lassen, aber es macht Sinn für uns vor Ort zu sein, besonders da es in den nächsten Wochen schwerwiegende Stromausfälle geben könnte. Arcadis Team arbeitet bereits. Aber ihr müsst auch ein wenig Gedanken machen, dass sich die beiden Teams in die Quere kommen können. Die Anlage ist wirklich gigantisch. Lass uns anpacken, Nadja. Ja, lass es uns anpacken, das tun wir. So, weiter. Wann werde ich denn das lernen, dass ich... Irgendwie habe ich gerade hier meine Tasten ein bisschen... Ich ein bisschen Zeug hier wegräumen. So, das ist immer noch der Schreibtisch vom Umzug, das sieht immer noch so aus. So, schließen. Genau. Und Anfänge, was sagen die Anfänge? Stratum von Stagira über Anfänge, Fragment. Es ist ein schwerer Fehler vieler Philosophen, nicht nur jenen der athenischen Schulen, sondern auch von vielen anderen, dass sie nicht mit der Beobachtung des Kosmos, der uns umgibt, beginnen, sondern indem sie zuerst ihre Schlüsse ziehen. Und oft ist diese Schlussfolgerung, dass die Welt perfekt erschaffen wurde und die Menschheit die größte Schöpfung der Götter darstellt. Doch weder die Welt noch die Götter schulden der Menschheit Perfektion. Es ist pure Arroganz, dies anzunehmen und alle Methoden der Philosophie entgegengesetzt. Der ehrliche Philosoph sucht nichts als die Wahrheit, auch wenn sie keinen Trost bringt. Und er muss seine Suche, so wie schon Sokrates sagte, mit der Annahme beginnen, dass alles, was er weiß, ist, dass er nichts weiß. Scio mi nescire. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das war lateinisch. Zifix. Was ist denn heute los? Nichts weiß. Gut. Mehlfehler. Sender, Arkadi, Empfänger, ich fasse mich kurz, Sie wissen alle, wer ich bin, also wissen Sie auch, dass ich weiß, wovon ich rede. Mir ist klar, dass Sie alle an Projekten arbeiten, die irgendwie die uns abwenden, um eine Lösung zu finden. Ich glaube, dass die nicht biologischen Elemente unserer Zivilisation zumindest nicht, schnell wie möglich handeln. Im Anhang finden Sie eine genaue Erklärung meines Vorschlags, aber hier die Zusammenfassung, globales Unterfangen. Ich könnte mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, vielleicht wollten sie versuchen, das gesamte Wissen, die Menschheit im Computer zu verfrachten und damit zum Überleben zu bringen. Klingt nach einer Theorie, oder? Ja. Es gibt jetzt neue Texte. Nichtsdestotrotz, wir müssten jetzt mal nach oben schauen. Ich
frage mich noch, was das Ding da unten in der Ecke ist. Was mache ich? Also, ja, ist wohl ganz toll. Jetzt habe ich gerade auf dem Bildschirm gezeigt mit dem Finger. Es kann natürlich von euch keiner sehen. Alter. Siehe, ich bin Elohim. Und meine Stimme befiehlt der Dunkelheit. Hinfort. What the fuck? Überzählige Daten gelöscht. What the fuck? Wieso löscht Elohim überzählige Daten? Falls das jemand mal lesen sollte. Der Trick besteht darin, die Annahmen, die du über die Mechaniken machst, zu erkennen und sie neu zu beurteilen. Viel Glück. Naming Function Error. Wah! Wer bist denn du? Aufnahme Nummer 23 von... Der kommt irgendwo hierher. Vielleicht von hier oben? Also jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken, wenn ich ehrlich sein soll. Jetzt noch mal. Wer hat das jetzt hier geschrieben? Naming Function Error. Also ich bin mir zwar fast sicher, dass ich hier nicht sterben kann, aber so ein bisschen unangenehm berührt bin ich gerade doch. Gut, runterspringen kann ich natürlich auch mal. Wäre natürlich cool, wenn man hier Urlaub machen könnte. Also so quasi so virtuell. Hey, ist das cool. Doch, könnte ich mir gut vorstellen. So ein kleines Häuschen, so ein kleines griechisches Häuschen da so in die Ecke und dann hier Urlaub. Ich glaube, das wäre angenehm. Ja, doch, das könnte mir gefallen. Hinten ist ein Tor. Hier geht's nach unten zum Strand. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf Wanderschaft hier außen herum. Achso, wir kommen gar nicht bis runter. Ach, das wirkt nur so, als ob man hier runter käme. Ist natürlich auch cool gemacht. Ich glaube, das sollte ich gar nicht. Was passiert? Doch, ich komme zumindest hier runter. Oh. Ja. Nein, ich soll da wohl nicht runtergehen. Was ist das? Eine blaue Kugel? Was macht sie? Sie leuchtet blau. Überzählige Daten gelöscht. Und was bist du? Die Antwort, die ich immer und immer wieder gefunden habe, ist das Spielen. Jede menschliche Zivilisation in der Geschichtsschreibung hatte Spiele. Wir lösen Probleme nicht nur, weil es nötig ist, sondern auch, weil es uns Spaß macht. Sogar als Erwachsene. Gib einem Menschen ein verknotetes Seil und er wird es entwirren. Gib ihm Bausteine und er wird etwas bauen. Spiele sind ein Teil von dem, was uns ausmacht. Wir sehen die Welt als ein Geheimnis, ein Rätsel, weil wir schon immer eine Spezies von Problemlösern waren. Wir sind eine Spezies von Problemlösern. So, so. Aber das ist tatsächlich so. Spiele ist eigentlich das, was die Welt antreibt. So, und wie kann ich ihn jetzt... Ah, guck an. Was bist denn du? Rutzelst du mir hier gerade irgendein Ding rein? So, ich kann den dahin zielen. Und
den checke ich nur bedingt. Also nochmal den auswählen. Damit verknüpfen. Ach so. Wo die sich treffen? Aha. Ich glaube, ich checke es so ein bisschen. Nein. Jetzt aber checke ich es. Den. Was passiert, wenn ich den jetzt damit verknüpfe und aber hier herstelle? Achso, es geht an der Wand. Okay. Das ist klar. Jetzt verknüpfe ich ihn hiermit und stelle ihn dahin. Lütreffer. Treffer. Hahaha. Augenschaft freigeschalten. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, damit wissen wir auch, wie die Sache funktioniert da hier. Brutzel, brutzel. Schauen wir mal hier rein. Kreuzer, die strahlen nicht. Dann lassen wir so einen her. Achso, wenn die einfach beide auf den Truff gehen, dann. Na nee, gut, dann ist gerade einer gelaufen. Nee. Dann nehmen wir doch den hier und der soll dahin. Und wir schauen mal. Luft. Und wir nehmen den, klicken ihn dahin, dahin und stellen ihn dahin. Fertig. Danke. Wir können uns dann einen Würfel demnächst holen, aber natürlich machen wir erstmal noch den Spaß fertig. Hier gibt es Verzweige es. Wie verzweige ich es denn? Also die Strahlenritzel finde ich auch cool, ehrlich gesagt. Oh, jetzt komme ich nicht mehr raus. Den? Dorthin. Ein bisschen besser. So, so, so. Da oben ist einer. Ah, ich verstehe. Eins, zwei, drei, vier. Ist hier easy. Oh, das nächste Mal Ventilator, wie das ausschaut. Auch nicht schlecht. Nochmal den. Und. Also noch sind die Rätsel ja vergleichsweise easy. Wo kommt denn das Ding her? Hier, da ist einer an. Ah, da ist ein Stern mit dem Roten. Ach hier. Jo, das passt nicht, aber wo kriege ich hier einen Roten sonst her? Stellen wir den erstmal dahin. Ich weiß gar nicht, ob die eigentlich durch ein Ding auch durch könnten. Das werden wir aber auch nicht so schnell rausfinden, glaube ich. Aber erstmal brauchen wir die Kurve des Dingens hier.
leiten. Da kommen wir nicht. Aber wie soll ich denn bitteschön. Wie soll ich bitteschön das Dingens da. Also wo soll das Rote herkommen? Das verstehe ich noch nicht. Das müsste ich ja, wenn schon, irgendwie über die Mauer. Hier ist keins. Very strange. Dass mit den Sternchen, wie man an die rankommt, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Spieltrieb. Naja gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem zentralen Punkt. Und nein! Und werden uns das nächste Mal hier den Block da abholen, würde ich sagen. Tja. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play the Talos Principle. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.